Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar werden wir eine kleine Tafel Schokolade verschönern. Sie sieht dann nachher so aus. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Das ist ja hier die Tafel Schokolade, die wir einpacken werden. Das ist so ein kleines Täfelchen aus so einer Packung. Da gibt es 4 Stück in einer Packung. Eins habe ich mir herausgenommen und das werden wir jetzt schön verpacken. Wir beginnen mit dem Mantel, also außenrum, was wir da drumherum wickeln. Und zwar habe ich hier ein Papierstück zurechtgeschnitten. Das ist das Musterpapier, was ich mir ausgesucht habe. Das hat ein Maß von 11,5 mal 9 cm. Wenn ihr jetzt eine ganz andere Tafel Schokolade einwickeln möchtet, das schön verpacken möchtet, dann nehmt ihr einfach hier die Höhe davon und dann nehmt ihr ein Maßband, wickelt es einmal drum und dann plus 1,5 cm zurechnen zum Zukleben und dann habt ihr auch das Maß dafür. Ich lege das Papierstück jetzt auf die Rückseite. Und die Tafel Schokolade kommt in die Mitte. Dann klappe ich die eine Seite hier drüber und falze schon mal vor. Dann kommt die andere Seite rüber. Schön festhalten die Tafel Schokolade. So, ein bisschen drüber streifen. Und dann können wir hier auf die Seite Kleber geben. Ich verwende heute ein doppelseitiges Klebeband. Gebe das hier also in einem Streifen auf die Seite, schneide mir das Stückchen ab. Es guckt noch ein bisschen drüber hinweg. Schneiden wir das auch noch weg. So, dann ziehe ich die Folie ab. Dann nochmal die Tafelschokolade richtig positionieren und es dann einfach hier drüber legen und zusammenkleben. Dann drehen wir es mal um. So, jetzt haben wir es schon wunderschön verpackt, aber ich möchte es noch ein bisschen mehr dekorieren und dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Wir beginnen mit dem Stempeln und zwar werde ich jetzt diese wunderschöne Rose hier stempeln. Die werde ich in roter Farbe stempeln auf weißem Farbkarton. Hier habe ich die Stempelfarbe. Hier sieht das so rot aus, aber wenn ich jetzt die Stempelfarbe hier drauf gebe, wird es eher orange, ne? Ich nehme es auch in Orange. Lass die Farbe kurz trocknen und stempel gleich fleißig weiter. Und zwar möchte ich das jetzt noch stempeln aus diesem Stempelset. Hier unten rechts in der Ecke ist das so ein kleines Feld, wo man dann noch selbst was draufschreiben kann. Für dich, alles Liebe und so weiter und so fort. Das kann dann hier draufgeschrieben werden und das werde ich in Schwarz stempeln. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ich denn demnächst so basteln soll. Gebt mir gerne eine Vorlage, ein Thema oder sowas. Dann würde ich das gerne in Angriff nehmen und mir dazu gerne auch was überlegen. Das hätten wir auch. Jetzt habe ich hier noch von einem wunderschönen Stempelset, auch von Craft Sensations, diese beiden Schmetterlinge, so eine kleine Mini-Schmetterlinge, die passen auch wunderbar hier auf unsere Verpackung, von der Größe allein schon. Und die werde ich auch nochmal stempeln, auch in schwarzer Farbe. Ach, die Rose, die ist wirklich richtig toll geworden. Ich wollte eigentlich eine rote Rose, aber also in Orange, muss ich sagen, gefällt sie mir auch sehr gut. Beide Schmetterlinge stempel ich mir hier auf die Seite. So, das muss natürlich noch trocknen. Ich möchte ja nicht, dass irgendwas jetzt noch verwischt. Deswegen kurz Zeit geben und das dann ausschneiden.
Ich habe jetzt alles ausgeschnitten und werde das noch kolorieren. Und zwar die beiden Schmetterlinge werden bei mir jetzt koloriert. Kolorieren werde ich sie in hellblau und auch in lila. Ich denke mal, das passt sehr gut zusammen. Ich lege das mal alles auf meine Schoki. Erst die wunderschöne Rose. Dann kommt das hier unten drüber. Und die beiden Schmetterlinge kommen hier oben hin. Die Rose hatte ich ja versucht in Rot zu stempeln. Nun ist es orange geworden. Jetzt hatte ich es aufs Musterpapier ja schon draufgepackt. Und ich muss sagen, die geht ganz schön unter. Deswegen mache ich es jetzt doch in einer anderen Farbe und zwar in Schwarz. Dann geht sie auch so ein bisschen mehr hervor auf dem Musterpapier und geht da wirklich nicht unter. Deswegen nochmal stempeln. Dann werde ich es anschließend ausschneiden und direkt aufs Musterpapier draufkleben. Super. Da ist meine wunderschöne Rose und dann legen wir mal gleich alles auf das Musterpapier, also auf unsere Verpackung. Da habe ich sie auch schon, das mal so draufgelegt. Ja, so werde ich es jetzt aufkleben unter die Schmetterlinge und auch hier unter das kleine Board hier gebe ich Klebeplättchen drunter. Dann hebt sich das so ein bisschen ab und die Rose, die klebe ich direkt drauf. Leicht andrücken. So. So sieht jetzt unsere Verpackung aus. Zum Schluss werde ich noch Strasssteine drauf verteilen. Das macht das noch ein bisschen edler. Einfach hier so in den Hintergrund. Drei Stück werden genügen. So. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich fertig bin mit dem Basteln oder ja, so die Hälfte fertig habe, denke ich dann so, ach nee, könnte doch ein bisschen anders sein. Heute mal so oder so. Und so war es einfach bei der Rose auch schon. Und ja, jetzt denke ich mir so, in Schwarz-Weiß, könnte auch noch ein bisschen Farbe vertragen. Das mache ich jetzt ganz einfach spontan und zwar gebe ich der Rose jetzt ein bisschen Farbe in Rot und Grün, also Grün für die Blätter und Rot für die Rose, also die Blüte an sich. Ja, dann mache ich das einfach mal. Dann nehme ich mir meine Pinselstifte und male einfach das Röschen noch ein bisschen aus. Ich muss sagen, letztes Mal, da habe ich ja auch mit den Pinselstiften gearbeitet. Da kann ich mich total mit anfreunden, die wirklich öfter auch zu benutzen. Das macht richtig Spaß mit den Pinselstiften. Ab und zu lusche ich mal aus dem Fenster nebenbei und gucke, ob die Post denn schon kommt, denn ich erwarte nämlich ein Paket von Kreativbund. Ich habe mir so ein Überraschungspaket bestellt oder vielmehr gesagt zwei Stück gleich, einmal mit Stanzen und einmal ohne. Man weiß vorher noch gar nicht, was drin ist und ich erwarte die Post, ja, die mir die Pakete bringt. Hättet ihr vielleicht Lust, dass ich das in einem Video auspacke und euch zeige, was ich denn in meinem Überraschungspaket so drin habe? Schreibt mir das doch auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet, ob euch das interessiert. Ja, dann würde ich da natürlich gern mal ein Video zu drehen. Würde mich mal wirklich interessieren. Dann drehe ich das gerne ab, sobald ich das Paket dann da habe. Und dann zeige ich euch das. Ja, schon ist die Verpackung fertig. Schlussendlich dann mit mehr Farbe. So gefällt sie mir wirklich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss.